So, und im E75 kann er jetzt erneut eine mitgeben, der jetzt hier nur noch mit 146 steht. Und jetzt sehen wir, wie viele Gegner hier einfach sind. Also, es ist, wie gesagt, hier stehen einfach wieder ganz, ganz viele. Und um diesen Fleckchen Erde dreht sich es einfach immer. Hallihallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück zu World of Tanks Replays hier auf unserem Pixelhelden-Kanal. Heute haben wir eine Replay eingeschickt bekommen von Urmel, der uns ja eine Replay eingeschickt hat von oder mit seinem T-110E3 Panzerzerstörer der Amerikaner Tierstufe 10. Das heißt wieder mal die ganz, ganz großen Dickschiffe, nachdem wir ja gestern den T-18 gesehen haben, also Tier 2 zu Tier 10, also ein gewaltiger Sprung. Und ja, er spielt nicht allein, er spielt im Zug, und zwar einmal mit dem Kano 23, der mit dem T-110E5, also dem Heavy Tank der Amerikaner, unterwegs ist, und dann noch mit dem Zari 76, mit dem Amix 50-120, ein Tier 9er Heavy Tank. Und ja, auf jeden Fall eine interessante Runde. Wir spielen hier auf dem Flugplatz. Und ja, Top Tiers würde ich sagen, lesen wir mal wieder vor. Ihr kennt ja das alte Spiel bei ihm im Team. Wie schon gesagt, den T-110E5, den T-62A, dann er selber mit dem T-110E3, zweimal den Waffenträger auf E100. Und ja, Selbstfahrerfetten gibt es keine. Im gegnerischen Team haben wir einmal ein E100, ein E7, ein T-110E5, ein E50M. Ein Jagdpanzer E100 und auch ebenfalls zweimal den Waffenträger auf E100. Und wenn mich meine Augen jetzt nicht täuschen, müssten die Gegner sogar ganze zwei Tier 10er mehr haben. Das ist natürlich gewaltig. Ich meine, bin mal gespannt, ob unser Urmel und sein Zug diesen, ja, dieses Handicap ausschlagen können. Ich bin mal gespannt auf jeden Fall. Ja, Flugplatz dreht sich immer viel um dieses Fleckchen Erde, sage ich mal. Und auf dem, ja, oder auf dem Weg ist jetzt auch unser Urmel. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, wie sich das Ganze jetzt dann gleich hier so spielen wird. Ja, sein Kumpane mit dem T-110E5 hat hier jetzt gerade schon mächtig eingesteckt. Hat jetzt hier zwei richtig dicke Treffer erhalten. Ich glaube, ein Treffer war auch von der E100, die ja hier mit 800 Schaden in ihn reingewirkt hat. Und das ist natürlich auf jeden Fall auch übel. Ja, zum T-110E3, was gibt es da zu sagen, ist der Tier 10 TD, oder einer der beiden Tier 10 TDs der Amerikaner. Im Forschungsbaum vorher hat man den T-95, von dem man ja auch weiß, dass es ein absolutes Dickschiff ist. Und ja, der hier ist auf jeden Fall auch nicht weniger ein Dickschiff, also auch nicht so einfach zu penetrieren. Und ja, gucken wir einfach mal, wie er so spielt. Sieht man, finde ich, relativ selten den T-110E3, den E4 mit dem drehbaren Turm oder schwenkbaren Turm, sage ich jetzt einfach mal, sieht man dann doch häufiger. Aber wie gesagt, diesen hier, den E3, sieht man eigentlich nicht so häufig. So, jetzt hatte ich hier gegenüber den T-110E5, also den Heavy Tank. Mal gespannt, ob er dem jetzt nochmal vielleicht, wenn er sich zeigt, eine mitgeben kann. Ihm hier nochmal ordentlich Schaden eindrücken kann. Ein Killer hat er schon gemacht, da war irgendwie ein Kaufer 1 mit dem Spiel, warum auch immer. Irgendjemand ein ganz dummes Team zusammengestellt. Ja, hier zwei IS-3 mit einem Kaufer 1, also das muss man nicht verstehen, warum die in einen Zug gehen. So, jetzt kommt hier ein E75, den kann er in die Wanne ballern. Genau, so ist es auch, und macht ja gleich nochmal 821 Schaden. Der E75 prallt erstmal ab. Ja, aktuell steht es 3:1. Also aktuell noch eine leichte Führung für sein Team, aber das ist noch am Anfang des Matches. Hier ist noch gar nichts entschieden. Ist noch gar nichts gelaufen auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. So, man sieht auch, der Schwenkbereich des E3 ist jetzt nicht der größte. Aber ich denke mal, bei so einer großen Gun einfach auch, aus so einer starken Gun, wäre es ja auch ein bisschen übertrieben, wenn der jetzt noch ein bisschen mehr hätte. So, der T-110E5, der Gegner, ist erstmal abgeprallt. Also ihr seht schon, der E3 hat auch eine sehr, sehr starke Panzerung. Genauso wie sein Vorgänger, der T-95, also Vorgänger im Tech Tree natürlich. So, und im E-75 kann er jetzt erneut eine mitgeben, der jetzt hier nur noch mit 146 steht. Und jetzt sehen wir, wie viele Gegner hier einfach sind. Also es ist, wie gesagt, hier stehen einfach
wieder ganz, ganz viele um diesen Fleckchen Erde, dreht sich einfach immer. Und ja, jetzt hat unser Urmel nachgeladen, nimmt den IS-3 raus und jetzt muss er aufpassen, jetzt kommt der T-110E5, der ihm jetzt aber auch hier eine mitgeben kann. Also ja, sehr gefährlich. Jetzt haben wir hier noch einen Waffenträger auf E100. Ja, wow. Dem hat er jetzt eine richtig mitgegeben. Er hat hier auf HE-Munition geladen, auf das habe ich gar nicht geachtet. Da macht er natürlich 1100 Schaden im Durchschnitt. Und somit konnte er jetzt hier den Waffenträger auf E100 mit 937 Schaden mit einem Schuss wegnehmen. Das war richtig stark gespielt. Aber jetzt muss er aufpassen. Von hinten nähert sich ein Jagdpanzer E100. Der macht natürlich auch mal 1000 Schaden. Ja, und das macht er auch. 1072 Schaden kriegt er hier mal mit. Das ist natürlich richtig bitter. Aber zum Glück hat er ja einen Teamkollege, der mit dem T110 E5 dabei ist und der nimmt zum Glück den Jagdpanzer E100 weg und somit schützt er ein bisschen sein Leben. So, jetzt haben wir hier einen Waffenträger E100, der jetzt auf ihn gerichtet ist. Das ist ein bisschen gefährlich, da muss er aufpassen. Ja, und nimmt ihn jetzt raus, der gegnerische T110 E5. Hat nochmal geschossen, zum Glück auch abgeprallt. Also ihr seht, er prallt relativ viel ab. Also das Ding ist auch ein richtiges Dickschiff. Und jetzt muss er aber aufpassen, von hinten nähert sich ein E100, der ihn jetzt aber erstmal ignoriert. Hier ist nochmal der T110 E5, gegen den er auch nichts ausrichten kann. Ja, aktuell steht es 11:6, ihr seht, also sein Team hat richtig gut aufgerissen hier und die Gegner sind hier geballt hier im Zentrum gewesen, aber nur im Zentrum bringt es halt nicht. Die wurden jetzt von allen Seiten ein bisschen dezimiert. Und wie gesagt, unser Urmel kann hier sehr schön wirken von der Stelle. Hat jetzt auch ein bisschen Glück gehabt zwischendurch. So ein bisschen Glück, aber ansonsten, ja, wie gesagt, die Wanne halt oder überhaupt die Panzerung sehr, sehr stark von dem Panzer. Hat jetzt ja auch schon 5480 Schaden verteilt. Bin mal gespannt, ob er jetzt hier nochmal vielleicht einen Schaden machen kann. Nein, macht er nicht. Der Mix 50-120 nimmt den gegnerischen T110 E5 raus. Aber vielleicht hier gegen den E100 nochmal, könnte er vielleicht nochmal hinten rein eine wirken, wenn er sich beeilt. Weil jetzt beginnt im Prinzip die Jagd nach den letzten Kills. Jawohl, da macht er ihn auch nochmal weg. Ja, den fünften Kill. Ja, für den Krieger wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen, denke ich mal, weil der T-54, der Gegner, der letzte Überlebende, dann doch ein bisschen weiter weg ist. Da können wir ja schon mal jetzt schon mal ein bisschen Resümee ziehen. Also, was haben wir gesehen? Eine starke Runde auf jeden Fall von unserem Urmel. Sehr stark gespielt. Auch sein Team hat ihm geholfen, also im Zug spielen, bringt es halt immer noch ein bisschen, wenn man ein bisschen zusammenspielt, kann man damit schon ein bisschen was reißen. Und ja, hat ordentlich Schaden gemacht, hat einiges an seine Wanne abprallen lassen. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Runde, sehr schön anzusehen, hat schön Schaden verteilt und da werden wir jetzt auch gleich dann in der Statistik sehen, wie das dann auch im Verhältnis zu den anderen steht. Bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. So, jetzt wurde der letzte Kill gemacht. Der Amix 50-120 von seinem Zug macht hier auch nochmal den Kill. Das heißt, sie haben jetzt insgesamt, also sein Zug hat insgesamt 10 Kills gemacht. Das heißt, 2/3 des gegnerischen Teams ausgeschaltet. Und das spricht doch auch schon mal auf jeden Fall für gutes Teamplay. So, wie gesagt, jetzt schauen wir uns mal die Statistik natürlich an. Das möchten wir nicht außer Acht lassen. Und wir sehen, er hat den Panzer gemeistert. Mehr Auszeichnung gab es nicht, aber ist ja auch okay, Panzer gemeistert. War eine schöne Runde, war, fand ich, eine gute, solide Runde auf jeden Fall. Auf jeden Fall auch vorzeigbar. Und schauen wir das Ganze einfach auch gleich im Teamscore an. Und da sehen wir, da steht er verdient ganz, ganz oben. 1173 Erfahrung eingespielt, 5 Kills gemacht, 5750 Schaden. Ja, wer kommt dann da als nächstes? Ja, als nächstes kommt bei den Gegnern tatsächlich der T110 E5 mit 4043 Schaden. Die Waffenträger auf E100 beim gegnerischen Team haben jetzt nicht so mega viel Schaden verteilt, aber seine in seinem Team jetzt auch nicht, muss man mal dazu sagen. Also das sind jetzt Panzer, beziehungsweise ja, mit den Panzern hätte man definitiv noch ein bisschen mehr reißen können, aber somit lag halt der Fokus jetzt mehr auf den anderen Panzer. Und das war ja auch gut für unser Urmel hier mit dem T110 E3 dementsprechend selber viel Schaden zu wirken. Ja, ansonsten gibt es jetzt eigentlich nichts groß Auffälliges. Der M103, wie gesagt, hat nicht noch sehr gut gespielt bei ihm im Team. Aber ansonsten gibt es nicht viel zu erwähnen. Ich würde sagen, schauen wir uns das Ganze gleich detailliert an. 10 Schüsse abgegeben, 10 Mal getroffen. Davon sind 9 Schüsse durchgegangen, 5750 Schaden gemacht.
Selber hat er 9 Treffer erhalten, davon sind nur 3 durchgegangen, 6 sind abgeprallt. Und ihr seht auch, die Panzerung hat 2570 Schaden absorbiert bzw. geblockt. Und das ist natürlich ein richtig starker Wert. Und das zeigt hier auch wieder, dass eben dieser T110E3, ja, sagen wir mal, ein würdiger Nachfolger vom T95 ist, was zumindest die Panzerung angeht. Wobei ich glaube, der T95 von vorne einfach immer noch einfach ein total übler Panzer ist. So, ja, er hat 2 Gegner gespottet, 6 beschädigt, 5 zerstört, ist 1,53 Kilometer gefahren, hat 66.362 Credits eingenommen, abzüglich Reparatur und Munition hat er noch einen Gewinn gemacht von 36.959, also auch ein sehr, sehr ordentlicher Wert, hat 1.759 Erfahrung eingespielt, das Ganze mal 2 wegen dem ersten Sieg des Tages plus nochmal irgendein Zusatzevent und somit hat er nur für dieses Match 3.957 Erfahrung eingespielt, also fast 4.000 Erfahrung für ein Match. Ja, damit kann man auf jeden Fall leben. Da freut sich auch die Crew, weil die skillt man ja dann im Tier 10er dann auch etwas schneller. Ja, ich würde sagen, das war's auch wieder für heute. Ich hoffe, das Match hat euch gefallen. Wenn das so ist, dann gebt doch gerne dem Urmel und auch uns für dieses Video ein Däumchen nach oben. Da würden wir uns sicherlich alle drüber freuen. Ansonsten, wenn euch sonst noch was aufgefallen ist oder irgendwie was loswerden möchtet, vielleicht auch, wenn ihr ein bisschen mehr Erfahrung mit dem T110E3 habt, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, ich habe weder den T95 gespielt, ich habe weder den T110E3 gespielt. Ich kann auch nur das sagen, was ich weiß, wenn ich gegen ihn spiele. Und da kann ich nur immer sagen, dass eben der T110E3 auch sehr schwierig als zu knacken ist. Aber ihr könnt natürlich auch gerne, oder vielleicht der Urmel selber, wenn er das Replay jetzt gerade nochmal anschaut, hier auf dem Kanal nochmal vielleicht auch so einen Vergleich ziehen. Wo sind die Stärken des T95 im Vergleich zum T110E3? Oder gibt es da überhaupt eine Stärke-Vergleich? Ich weiß es nicht, ihr könnt es ja gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich auch interessieren, wenn da Leute sind, die so ein bisschen mehr Erfahrung damit haben mit den beiden Panzern, wer sich da so am Ende durchsetzt, ob der 10er sich ganz anders spielt wie der 9er oder ob sie dann doch relativ ähnlich sind. Ja, wie gesagt, ich verabschiede mich heute auch wieder relativ zügig. Gibt auch groß nichts zu erwähnen. Ich würde sagen, wir hören uns einfach morgen nochmal regulär am Montag, wie es ja auch immer sein soll, mit einem Replay. Und ich würde sagen, ja, haltet die Ohren steif. Bis morgen. Ciao, ciao, euer Ray.